Du hast die Saison in der U18 angefangen. Ist jetzt alles recht schnell gegangen und mittlerweile bist du ein fixer Teil auch von der ersten Mannschaft. Trainierst jeden Tag. Wie war das persönlich für dich gewesen, die Saison? Ja, es ist unglaublich schnell gegangen. Von 18 in die erste Mannschaft. Das ist eigentlich ein unglaubliches Gefühl. Ich glaube, man hat das ganze Leben lang dafür trainiert. Und dann, wenn man das 1 geschafft hat, ist es ein unglaubliches Gefühl. Seit 12 Jahren bist du jetzt bei GC. Als 5-Jähriger bist du in den Club gekommen, also schon seit klein auf, blau-weiß. Magst du dich noch an die ersten paar Jahre bei GC erinnern? Schwer, aber ich weiss noch, in der Anfangszeit haben wir sehr viele Hallturniere gehabt. Ich habe auch zusammen mit dem Simon Strosso gespielt. Und es waren eigentlich coole Zeiten, wenn man so zurückdenkt. Und ja. Was hat GC denn für eine Bedeutung für dich? Also GC hat eine sehr grosse Bedeutung für mich. Es ist unglaublich für den Verein zu spielen. Ich glaube, wenn man 12 Jahre für einen Verein spielt, man hat alles miterlebt, was in den 12 Jahren passiert ist bei diesem Verein. Und es ist unglaublich für die Farbe zu spielen. Und man gibt jeden Tag alles für die Farbe. Als du 2010 in den Verein gekommen bist, ist der Amir Abrashi in einer ähnlichen Position gewesen, wie du jetzt bist, kurz vor dem Sprung in die erste Mannschaft. Er hat nachher auch einen wichtigen Teil 2013 beim Cup-Sieg mitgespielt. Heute ist er dein Captain, du trainierst jeden Tag mit ihm. Wie ist das, mit so jemandem zusammen zu trainieren? Also er pusht einen unglaublich mit seiner Mentalität. Und man merkt, er ist einfach ein Leader auf dem Platz. Und er war auch der Erste, der mich gut aufgenommen hat. Im Verein, also in der Mannschaft. Und er hilft mir jeden Tag sehr. Also schon unglaublich mit ihm spielen, mit so einem Spieler. Und ich weiss noch, wo ich klein war. Also ich habe noch zuhause 2-3 Tickets von ihm. Und jetzt spiele ich mit ihm. Schon etwas Krasses. Hoffst du vielleicht auch, dass du in ein paar Jahren eine gleiche Figur oder ein gleiches Idol kannst sein für die nächste Generation? Ja, ich hoffe es. Dafür trainiere ich jeden Tag. Und mal schauen, wie es in ein paar Jahren aussehen wird. Am 31. Oktober 2021 ist ein spezielles Datum für dich. Dort hast du dein Debüt beim Sieg gegen Sion gegeben. Wie war das Gefühl, das erste Mal für Blau-Weiß aufzulaufen? Ja, es war unglaublich. Ich weiss noch, am Tag davor habe ich mit U21 gespielt. Und in den 60. Minuten wurde mir gesagt, ich muss mal mit der ersten Mannschaft spielen. Also ich habe mich unglaublich gefreut. Ich glaube, bei der ganzen Busfahrt konnte ich nicht ruhig sein. Und dann, als ich reingekommen bin, war ich nervös. Aber es war unglaublich viel mit den vielen Fans und alles. Was auch immer wieder auffällt, ist, dass deine Familie immer dabei ist und dich lautstark unterstützt. Ja. Was hat das für eine Bedeutung für dich, dass die immer dabei sind? Ja, es ist unglaublich, wenn man seine Eltern, Kollegen im Stadion sieht und sieht, wie sie einen unterstützt. Das macht einen sehr glücklich. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass ich so eine Familie habe. Sind sie auch ein wichtiger Teil gewesen, dass du so weit überhaupt gekommen bist? Ja, also meine Eltern, vor allem mein Bruder, meine Schwester, die unterstützen mich schon seit 12 Jahren, haben alles für mich gemacht und ich bin sehr dankbar für das. Kommen wir zu einem anderen Teil von deinem Leben. Du bist momentan noch in der Ausbildung bei der United School of Sports. Du kommst nächstes Jahr auf den Campus da dein Praktikum machen. Läuft es dort etwa gleich gut wie im Sport? Ja, es läuft eigentlich gut. Und ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich die Schule machen darf. Weil ich habe sehr viel Freiheit in der Schule. Also ich kann ins Training gehen, ohne dass ich Probleme habe in der Schule. Und für das bin ich sehr dankbar, für alle United School of Sports. So eine Fußballkarriere und Ausbildung zur gleichen Zeit bedeutet natürlich auch, dass man viel opfern muss. Mhm. Ist das für dich nie ein Problem gewesen? Nein, eigentlich nicht. Ich habe mich eigentlich schon seit 12 Jahren so. Was sind deine persönlichen Ziele und Träume in deiner eigenen Karriere? Also ich werde sicher mal in den nächsten Jahren Stammspieler sein bei GC, bei der ersten Mannschaft. Und dort zeigen, was ich kann. Erfolge gewinnen, da erfolgreich spielen mit GC. Und dann sicher mal der Traum von jedem Spieler ist, in der Top 5 Liga spielen, Champions League spielen, Europameisterschaft, WM. Ja, das sind so meine Ziele für die nächsten Jahre. Du bist auch regelmäßig mit der Schweizer Nazi unterwegs, momentan mit der U18. Ja. Wie ist das für dich, mal für Rot zu spielen? Ja, das ist ein unglaubliches Gefühl. Ich glaube, man ist hier aufgewachsen, man ist hier in die Schule gegangen. Und man dann noch für Schweiz spielt, ist eigentlich unglaublich. Also man kann es gar nicht in Worte fassen. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Gehen wir zurück nochmal zum Start von deiner Karriere. Wie bist du zum Fußball überhaupt gekommen? Ja, schon seitdem ich laufen kann, spiele ich eigentlich Fußball. Also ich weiß noch, früher in der Wohnung habe ich so Küsse zusammengeklebt mit Klebeband und habe so in der Wohnung gespielt. Und ich glaube auch mit den Brüdern, mit Kollegen nach der Schule bin ich auch immer gut shooten gegangen. Und ich glaube, so bin ich auch zum Fußball gekommen. Was sind deine, wenn du zurückschaust, was sind deine schönsten oder emotionalsten Erinnerungen, die du mit dem Fußball erleben hast können? Ja, in der 15, wo wir den Coreal Cup gewonnen haben, das einzige Mannschaft von GC. Dann um 16 sind wir ins Cup-Final gekommen, ist leider abgesagt worden wegen Corona. Und dann noch mein Debüt für die Schweizer Nazi-Spiele. Ich habe sehr viele schöne Momente im Fußball gehabt.
Jetzt sind noch 4 Monate spielen in dieser Saison. Was sind noch deine persönlichen Ziele, die du dir gesetzt hast bis Ende der Spielzeit? Ja, sicher mal, dass ich noch ein paar Einsätze bekomme in der ersten Mannschaft. In der U21 sind wir momentan Erster. Ich hoffe, dort können wir Erster bleiben und in die Promotion League aufsteigen für die nächste Saison. Und ja, das sind so meine persönlichen Ziele. Ich wünsche mir dir viel Glück und danke. Und danke.